Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Es ist das zweite Video mit Nico zu einem Mentaltraining-Thema, sage ich mal so. Das erste Video ging darum, wie du komplett befreit aufspielen kannst am Spieltag. Da kannst du oben auf den Link klicken, das abchecken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und heute sprechen wir über das Thema Selbstvertrauen. Ein zentrales Thema im Mentaltraining. Ja, genau. Also vor allem eben auch wichtig, so, weil wir das im ersten Video ja auch angesprochen haben, den du eben hier oben nochmals sehen kannst, im Link. Dort haben wir ja gesagt, wie kannst du wirklich deine beste Leistung auf den Platz bringen, auch an Spieltagen, oder? Und da haben wir ja zum einen eben dieses zentrale Thema angesprochen, nebst der Herausforderung herunterregulieren, eben, dass dein Selbstvertrauen hoch sein muss, ja, dass du eigentlich von oben herab auf diese Herausforderung schauen kannst und sagen, ja, das schaffe ich ohne Problem, kein Ding, ich bin gut, ich bin stark. Und dafür kannst du eben wirklich ständig an deinem Selbstvertrauen arbeiten, dass das immer hoch geht, so, dass du immer fähiger bist, auch große Herausforderungen, ja, eigentlich locker zu meistern, ohne nervös zu werden und so. Und dafür ist eben dieses Selbstvertrauen sehr, sehr wichtig, genau. Und auch hier wieder aktiv etwas dafür tun. Ja, genau. Das ist wichtig eben. Man kann wirklich aktiv was dafür tun. Und das, glaube ich, ist ja vielen gar nicht so bewusst. Viele verlassen sich ein bisschen auf den Trainer, ob er dir jetzt halt Selbstvertrauen gibt oder nicht. Also quasi, wenn du so einen Schulterklopfer kriegst vom Trainer, hey, du bist ein guter Spieler, dann fühlen sie sich wie Gott, so, wie Ronaldo. Und wenn dann der Trainer schreit und sagt, hey, was soll der Scheiß, was machst du hier? Dann fühlen sie sich klein wie irgendeine Mücke, so. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Selbstvertrauen. Das ist eher Fremdvertrauen, wenn du immer so Zuspruch brauchst, wie du so ein Schulter. Du bist abhängig von den anderen. Genau, du bist von der Meinung von anderen. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich komplett das Gegenteil wie Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist wirklich etwas, das in dir drinnen entsteht. Dass egal, was eigentlich der Trainer sagt, ob gut oder schlecht, egal, was der Zuschauer da reinruft, hey, du bist super oder du hast keine Ahnung, dass dich das eigentlich nicht tangiert, dass du immer weißt, egal was andere sagen, dass du eben gut bist, dass du das und das sehr gut kannst und dass du darum heute eine brutale Leistung auf den Platz bringen wirst. Genau, das ist sehr, sehr zentral oder sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Genau. Ja, schon mal wichtige Information für euch. Hast du da sicher gerade noch konkret, wie man daran arbeiten kann? Umsetzungstipp für das Ganze? Ja, definitiv habe ich. Ein erster sehr wichtiger Punkt ist, das haben wir auch schon im ersten Video mal ganz kurz angetönt, so, das ist wirklich seine Stärken halt wirklich zu kennen, oder seine Talente und Stärken wirklich zu kennen. Und da empfehle ich dir vielleicht eine kleine Übung mal zu machen, dass du wirklich auf dem Zettel, so auf dem Blatt Papier mal alle Stärken, alle Talente, was du grundsätzlich gut kannst, wo du gut bist, fußballerisch aufschreibst. So. Dann ein zweiter Step könnte sein, dass du halt andere Leute fragst, die wirklich auch Ahnung haben vom Fußball, dass du auch da ein Feedback einholst. Hey, wo bin ich gut? Nicht, was kann ich noch verbessern? Wo bin ich schon gut? Ja. Um das geht es jetzt mal. So. Dein Potenzial mal kennenzulernen. Was bringst du bereits mit? Und das sich halt immer wieder bewusst zu machen, diesen Zettel halt immer wieder durchzulesen. So. Yeah. Vielleicht auch irgendwie, wir machen mit unseren Spielern auch ein Stärkenbild, dass wir da auch ein Bild draus machen. Hab ich gesehen, das sieht geil aus. Ja, genau, dann designen wir das auch für sie, dann können sie das an die Wand klatschen und dann sehen sie immer wieder ihre Stärken. So. Und das ist ja dann so beeinflusst so ja das Unterbewusstsein, indem dass du immer wieder was siehst, wie du siehst immer wieder dieses gelbe M da, McDonald's, das geht ja auch in das Unterbewusstsein. Ja. Wenn du Hunger kriegst, denkst du automatisch an McDonald's. Und so ist es auch. Bei einigen. Genau, also bei uns natürlich nicht. Bei mir auch nicht, aber nur ein Beispiel, oder? Ja, klar. So beeinflusst du das Unterbewusstsein. Das kannst du ja auch zum Positiven verwenden mit deinen Stärken. Indem, dass du dich immer wieder damit eigentlich berieselst, sozusagen. Genau, also erster Punkt rausfinden, zweitens immer wieder das zu Augen führen, weil dann geht es ins Unterbewusstsein und das ist schon mal extrem wichtig.
Darauf aufbauend wäre auch noch ein Tipp, dass du halt aus diesen Talenten und Stärken wirklich Waffen formst. So, dass du zwei, drei Dinge da heraushebst, wo du wirklich dann auch mit denen du auffallen kannst auf dem Platz. Dass das wirklich deine Waffen werden, wie bei Robben beispielsweise, dieser nach innen ziehen und dann schlänzen. Das war seine Waffe, das war seine... Und der wusste auch, heute habe ich drei, vier Situationen, kann ich meine Waffe wieder so anwenden. Und das gab ihm Selbstvertrauen. Weil er wusste, jeder weiß, was ich mache, aber keiner kann es stoppen. So. Zu stark. Genau. Und wenn du das weißt über dich, wenn du das fühlst und spürst, dann ist ein Selbstvertrauen da. Dann kannst du auch in dich selber vertrauen, auch wenn jetzt da noch ein sehr guter Außenverteidiger auf dich wartet. Du weißt, er wird Mühe mit dir haben. So. Das heißt, je nach Position, je nach Stärke eigentlich, so das kombinieren, was auch auf der Position gefragt wird und deine persönlichen Stärken sind. Ja, genau. Und dann an dem arbeiten, dass du dort top bist. Genau, genau. Das ist natürlich wichtig, oder? Meistens, also im besten Fall sollte es ja auch so sein, dass du die Position schon dementsprechend auswählst, was ungefähr deinen Stärken entspricht. Oder? Außer also, der Trainer will dich irgendwo auf einer komplett anderen Position. Ja. Aber dann musst du damit umgehen auch das Selbstvertrauen haben und vielleicht sagen, hey Trainer, ich sehe das so, so und so. Man kann oder es ihm sagen. Man kann das immer auch das mit Gespräch Respekt suchen. Tun, nicht frech und so, hey Trainer, du, was weiß ich, lass mich mal da spielen, sondern dann halt auch das Selbstvertrauen zu haben, sich ehrlich einzuschätzen und denken, hey, ich bin so schnell, warum lässt du mich da auf der Innenverteidigerposition spielen? Ich glaube, ich könnte da mehr bewirken auf links außen. So. Aber das kannst du ja erst tun, wenn du weißt, dass du schnell bist und eigentlich brutal wärst auf links außen. Genau. Genau, das wäre der erste Tipp. So, darauf aufbauen gäbe es natürlich noch mehr. Soll ich noch weitermachen? Hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, den du anschneiden möchtest? Kann ich gerne machen. Vielleicht etwas Wichtiges, was auch noch zu verstehen gibt, ist, dass halt Selbstvertrauen nicht unbedingt so zu pauschalisieren ist. Also nicht jetzt, du hast Selbstvertrauen und du dort hinten hast keins, sondern in gewissen Bereichen vertraut man in sich und in anderen vielleicht weniger. So. Eben, vielleicht hast du extrem krasse Standardsituationen, dann weißt du, okay, da vertraue ich in mich. Ja. Und dann gibt es vielleicht andere Dinge, wo du noch nicht so in dich vertraust. Und jetzt musst du mal prüfen, okay, warum vertraue ich denn da nicht in mich, in diesen Dingen? Habe ich vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht? Jetzt zum Beispiel im Kopfballspiel defensiv oder so. Traue ich mich nicht mehr so richtig rein. Vielleicht habe ich mal eins auf die Nase gekriegt, hat wehgetan und so. Und seit da traue ich mich nicht mehr wirklich. Das dann mal zu prüfen und dann wenn du das auch wirklich das Ziel hast, dort wieder besser zu werden und Selbstvertrauen zu tanken, musst du irgendwann die Komfortzone verlassen. Die Komfortzone ist ja das Bequeme quasi. Ja, wenn ich jetzt diesen Kopfball einfach so Kopf reinziehe, bin ich im bequemen Verhältnis da, muss ich nichts machen. Aber dann bleibst du halt dort stehen. Aber wenn du denkst, ah fuck, schmerzt schon, aber ich glaube, wäre wichtig, da den Kopfball wieder in den Griff zu kriegen, dann musst du früher oder später dir das Ziel setzen, wieder diese Kopfballduelle zu machen. So. Und du kannst auch langsam anfangen, so, dass dir einer das Ding dazu wirft. Du steigerst dich langsam so wieder ran. Aber wichtig ist, wieder damit anzufangen. Nicht in dieser bequemen Position zu bleiben. Aber das gibt es überall im Leben. Viele Menschen haben auch Mühe, andere Menschen anzusprechen. Wenn das dein Ziel ist, dort besser zu werden, dann musst du halt andere Menschen ansprechen. Es geht immer definitiv. So. Genau. Um Erfahrungen zu sammeln. Weil kein Selbstvertrauen in gewissen Bereichen hast du entweder, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, so eben eins auf die Nase gekriegt, oder keine Erfahrungen gemacht hast. Also wenn du noch nie einen Kopfball gemacht hast, kannst du gar nicht in dich vertrauen, weil du logisch, macht Sinn. Genau. Aber man muss sich auch wieder hier, man muss sich das einfach bewusst. Genau. Dessen bewusst sein. Genau. Und eben dann gilt es halt, wenn wir ja wissen, dass Selbstvertrauen sehr von positiven Erfahrungen abhängt, gilt es natürlich, positive Erfahrungen zu sammeln. Ja. Und das ist jetzt der letzte Tipp. Auch wenn du nur ein geiles Kopfballspiel hattest in deinem Leben, theoretisch, kannst du das vertausendfachen, so, diese Erfahrung. Du kannst dir das immer und immer wieder vorstellen, wie du das gemacht hast, dieses Kopfballspiel, immer wieder, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden, passiert jetzt das wirklich oder stelle ich mir das nur vor. Die Erfahrung
entsteht genau gleich. Also ja. Du lässt es wieder durch, du hast ein Kopfballspiel gemacht. Wieder, du hast wieder ein Kopfballspiel gemacht. Und so, wenn du es 1000 Mal durchlaufen lässt, dann wäre es, ist es für dein Hirn und auch so abgespeichert, als hättest du 1000 Mal jetzt ein Kopfballspiel gemacht. Und gut, das ist brutal zu wissen. Ja. So, wenn du das weißt. Das ist guter Punkt. Ja. Ich habe nämlich, Kopfball ist eine meiner Schwächen, da bin ich eben richtig, richtig schlecht drin, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr aktiv am Spielen momentan. Aber ich habe ein Kopfballtor habe ich noch im Kopf, so mit irgendwie 16, 17 oder so. Das könnte ich genau gebrauchen. Genau, ja. immer wieder das und das mit top guten, positiven Gefühlen zu verknüpfen. Werde ich da auch noch zur Maschine. Genau. Seht ihr da nur noch Kopfballübungen auf eurem Kanal. So sieht's aus. Genau. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Also, das ist ein guter Tipp, war ich mir auch nicht so bewusst. Ja, das kann man machen. Das kann man natürlich, könnte man jetzt noch in die Tiefe gehen. Wie stellst du dir das wirklich besser vor, dass es nochmals effektiver ist? Das ist dann euer Job, wenn ihr wirklich individuell mit dem Spieler wahrscheinlich arbeitet. Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen, sonst geht das Video dann das eine Stunde. So. Das ist so. Genau. Nein, aber... Ja, voll, aber ich glaube, das wären mal so, ich glaube, zwei sehr wichtige Tipps. Also grundsätzlich mal eins. Stärken bewusst machen, diese einprägen immer wieder und dann auch diese zur Waffe machen. Mhm. Und zweitens halt mal schauen, okay, wo habe ich vielleicht nicht so Selbstvertrauen und dann dort halt positive Erfahrungen zu erzeugen. Mhm. Okay, genau. Ja, schon mal super für euch. Versucht die Tipps umzusetzen. Und wenn ihr mehr möchtet, wenn ihr da wirklich den nächsten Schritt machen wollt, dann schaut bei Nico selber vorbei. Unten in der Videobeschreibung. Mir hat das Spaß gemacht, da ein bisschen in dieses Thema einzutauchen. Und von dem her, bleibt dran, gebt Vollgas, abonniert auch den YouTube-Channel, damit wir auch weitere solche Videos machen können und noch mehr raushauen können. Bleibt am Ball und bis zum nächsten Mal. Ciao.